Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie aus unserer Regie hier in Schwerin zu einem neuen Beitrag von Sport in Schwerin zum Auswärtsspiel des SV Grün-Weiß Schwerin beim HSG OSC Friedenau. Und bei diesem kam es aufgrund von technischen Problemen zu kleineren Bild- und Tonschwierigkeiten und wir bitten Sie, das in dem folgenden Beitrag zu entschuldigen und wünschen Ihnen trotz alledem viel Spaß. Hallo liebe Sportfreunde zur 225. Sendung von Sport in Schwerin hier vor der Sport- und Kongresshalle in Schwerin. Hinter uns sehen Sie den Bus. Wir fahren heute mit dem SV Grün-Weiß Schwerin nach Friedenau, wo der Tabellenzweite auf den Tabellendritten trifft. Hallo Schwerin, liebe Grüße aus Berlin. Heute am Mikrofon für euch Roberto und wir sind hier beim Auswärtsspiel von Grün-Weiß Schwerin gegen die HSG OSG Friedenau und Schwerin im Ballbesitz in den weißen Trikots von rechts nach links. Ja, kleine Unstimmigkeit hier im ersten Angriff. Hier spielt der Tabellendritte gegen den Tabellenzweiten. Friedenau ist bis zum jetzigen Zeitpunkt zu Hause ungeschlagen. Das heißt, die Schwerinerinnen haben ein hartes Brot zu knacken. Gute erste Parade von Anna Pöschel. Sofort die schnelle Vorwärtsbewegung von Schwerin und einen sehenswerten Treffer von Joda Wenk zum 1:0 für Grün-Weiß Schwerin. Und Anna Pöschel mit ihrer zweiten Parade. Und wieder das schnelle Einleiten. Abgebrochen. Und der zweite Wurf, der zweite Treffer. Diesmal erzielt durch Wendy Künzel. 2:0. Schöne Blockarbeit eben. Der Nachwurf geht vorbei. Geht aber mit 9 Meter für Friedenau weiter. Und jetzt auch der erste Treffer durch die Nummer 2
von Ilka Wiesner zum 2:1. Aus einer verunglückten Aktion wird trotzdem Kapital geschlagen durch Marie Kinscher, die zum 3:1 vollendet. Und wiederholt Ilka Wiesner verkürzt auf 3:2. Da stimmt noch nicht alles in der Rückwärtsbewegung. Aber das Spiel ist auch erst 3,5 Minuten alt, das heißt, wir haben noch viel Zeit, die Abwehr wird sich festigen. Und sicherlich mit durchschlagendem Erfolg, hier jetzt wieder nicht. Technischer Fehler. Der Wurfversuch ging vorbei. Glück für Schwerin. Ruhiger Spielaufbau. Sehr schönes Tor durch Wendy Künzel und die gelbe Karte für die Nummer 33 von Berlin, Denise Brandes. Somit 4:2 für Schwerin. Schöne Aktion mit dem abgelegten Pass zur Kreisläuferin. Mit der Nummer 10, sie verkürzt zum 4:3. Erst gescheitert von der rechten Außenposition durch Marie Kinscher. Der Nachwurf vollendet durch Tini Schröder zum 5:3. Es ist unheimlich schnell, unheimlich hektisch zeitweise. Wenn man das Tempo über 60 Minuten gehen möchte, muss man natürlich auch mit den Kräften haushalten. Anna Pöschel mit einer Doppelparade. Fünfte Parade mittlerweile hält die Schwerinerin auf Kurs, die durch leichte Ballverluste immer wieder in Schwierigkeiten kommen. Da müssen sich die Mädels natürlich stabilisieren, um hier auch 2 Punkte aus Berlin mitnehmen zu können. Anna Pöschel arbeitet weiter stark im Tor mit einer erneuten Parade. Zeitspiel angezeigt, da muss jetzt was passieren auf Berliner Seite. Kann nur noch über eine Situation gehen, über den 9 Meter. Der Ball ging an den Pfosten, Schwerin in der Vorwärtsbewegung, mit Tempo, mit Druck und ein klasse Abschluss aus dem Rückraum durch Wendy Künzel zum 6:3.
Der neue Zeitspiel angezeigt. Schön genutzt von der Nummer 5. Von Dijke Heeren, die verkürzt zum 6:4. Und die nächste gelbe Karte auf Berliner Seite, Nummer 2, Ilka Wiesner. Schöne Aktion zwischen Marie Kinscher und Joda Wenk. Leider nicht ganz von Erfolg gekrönt. Der nächste Versuch durch Julia Kluth. Noch nicht ganz hundertprozentig vollstreckt, aber auch auf der Gegenseite gibt es dort leichte Probleme. Das Spiel wird schnell gemacht. Ein Pass in die Tiefe. Der kommt sicher an und Marie Kinscher erhöht zum 7:4. Ja, hier auch in Berlin gibt es feuchte Flecken in der Halle. Da muss immer jemand wischen kommen, damit sich ja keiner verletzt. Marisa Mantai verkürzt zum 7:5. Diese Tore resultieren natürlich aus technischen Fehlern der Schwerinerin, die dann auch nicht sofort umschalten und zurücklaufen, sondern sich kurzzeitig ein bisschen verblüfft anschauen, wer hat den Fehler gemacht, wer läuft zurück. Dadurch die Unstimmigkeit, dadurch auch der Platz. Die nächste gelbe Karte. Damit ist das Kontingent ausgeschöpft für die Friedenauerin. Das heißt, jetzt geht es mit einer 2-Minuten-Strafe weiter.